Diese Airline ist ziemlich billig, aber alle Extras kosten ziemlich viel. Also die Leute kommen echt auf verrückte Ideen, um irgendwie die Extrakosten fürs Handgepäck zu vermeiden. Und eng ist es auch noch. Die Rede war schon von Stehplätzen und Klogebühren und trotzdem. Seid ihr happy, dass es Ryanair gibt? Ja, sehr, ja. Die Chefs gelten als dreist und großmäulig. Was hast du hier erwartet? Eine Art sibirischen Gulag? Der Marketingmanager hat jede Menge Spaß. Ganz anders als die Piloten, heißt es. Beutet denn Ryanair seine Mitarbeiter wirklich so aus? Und kurios, der Billigflieger punktet mit Nachhaltigkeit? Ryanair zählt als eine sehr umweltfreundliche Airline. Wie das denn? Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall nutzen sie jede Möglichkeit für Eigenwerbung. Deconstructed Ryanair. Von Geiz bis Größenwahn. Was sind die wahren Strategien und Ziele des Billigfliegers? Wir wollen wissen, wie tickt diese eigenwillige Fluggesellschaft wirklich? Ich bin hier am Flughafen in Nürnberg. Das ist nämlich einer der Standorte, von denen Ryanair viel fliegt. Ryanair fliegt nämlich nicht von allen Flughäfen, weil sie natürlich versuchen, Gebühren zu vermeiden. Das ist hier anders, deswegen schaue ich mich hier mal um. Am Flughafen Nürnberg sind die sogenannten Flughafenentgelte, dazu zählen auch die Startgebühren, nicht so hoch. Das gefällt Ryanair und ist deshalb fester Partner auf dem Flughafen im Frankenland. FR steht übrigens für den Billigflieger. Als ich in meinem Bekanntenkreis erzählt habe, dass ich über Ryanair drehe, waren die Reaktionen eher so, oh Gott, wie schrecklich, die gehen ja gar nicht. Aber, und das hat mich total überrascht, Ryanair ist wahnsinnig erfolgreich. Und wie das zusammengeht, das will ich rausfinden. Übrigens, Langstreckenflüge sucht man bei Ryanair vergeblich. Da müsste man ja ein bisschen mehr Komfort anbieten und das will der Billigflieger nicht. Aber Bari in Süditalien und Budapest in Ungarn, das geht. Und wie ist es mit dem Handgepäck? Musstest du ein bisschen stopfen? Ja, ein bisschen. Ja. Also man muss damit rechnen, dass wenn es ein so billiges Flugzeugticket ist, dann muss man auch damit kalkulieren, glaube ich. Und was hat das Ticket gekostet? Also mit dem Gepäck 50 Euro, glaube ich. Ja, ich meine, eine Stunde, ein bisschen weniger Platz zum Sitzen ist ja nicht schlimm, kann man aushalten. Ja. Seid ihr happy, dass es Ryanair gibt? Ja, sehr, ja. Und scheinbar sind sehr viele happy. Denn die Billigfluglinie gehört zu den am stärksten expandierenden Fluggesellschaften der Welt. Dabei hat sie ganz klein angefangen. Ryanair startete im Juli 1985 mit einem Flugzeug und 15 Plätzen und einer einzigen Route. Zwischen der irischen Stadt Waterford und London Gatwick. Seit 1993 führt Michael O'Leary das Unternehmen. Er setzte von Anfang an voll auf das Billigflugkonzept. Niedrigste Preise, keine Extras. Dadurch erlebte die Fluggesellschaft einen rasanten und provokativen Aufstieg. Sie ist mittlerweile die größte Airline Europas nach Passagierzahlen. Nach eigenen Angaben befördert sie im Jahr 200 Millionen Menschen. Außerdem hat sie eine beeindruckende Flottengröße von 599 Flugzeugen. Aber wie billig ist der Billigflieger denn überhaupt? Sarah macht die Probe aufs Exempel. 5 Tage London kriege ich für 40,67 Euro. Es gibt sogar einen kostenlosen Check-in am Flughafen. Ich habe nämlich gehört, der kostet auch bis zu 50 Euro mehr teilweise. Da muss man wirklich aufpassen, was man bucht. Sonst hat man den ganzen Flugpreis gleich nochmal doppelt. So, jetzt buche ich hier das Gepäckstück mit. Sind wir schon bei 111,65 Euro. Das ist schon gar nicht mehr so günstig. Preise hin oder her. Was uns bewegt hat, diesen Film zu machen? Nach Passagierzahlen will der Billigflieger in 10 Jahren die größte Airline der Welt sein. Ist das jetzt Größenwahn oder sind die wirklich so erfolgreich? Das will Sarah wissen. Man merkt, dass ich hier in Irland bin. Mich weht hier fast weg. Ich bin im Headquarter von Ryanair. Es war auch gar nicht so leicht, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Deswegen bin ich gespannt, was mich erwartet. Auf jeden Fall ein buntes und farbenfrohes Foyer. Um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben, bis Sarah abgeholt wird, sucht sie in den sozialen Medien den Billigflieger und die Tricks der Billigflugnutzer. Also die Leute kommen echt auf verrückte Ideen, um irgendwie die Extrakosten fürs Handgepäck zu vermeiden. Schau mal, hier macht sie ihre Rollen vom Koffer ab, damit dieser Koffer in diese Vorrichtung fürs Handgepäck passt. Das ist ja geil. Passt rein. Das ist auch ein cooler Trick.
Die nimmt ihr Schlafkissen und stopft da zusätzliche Sachen rein. T-Shirts, Zahnbürste. Scheinbar ist sie damit durchgekommen. Unglaublich. Ja, man muss nur kreativ werden. Die Spannung steigt. Jetzt ist Sarah zumindest schon mal im Bürotrakt. Und jetzt treffe ich einen der ganz wichtigen Köpfe hier, Dara Brady, der ist fürs Marketing verantwortlich. Und ich bin mal gespannt, was der jetzt über Ryanair so erzählt. Wir sind in der Marketingabteilung einer der am schnellsten wachsenden Airlines der Welt. Und gleich kommt ein sehr selbstbewusster Manager. Hi guys, hi. Hi Sarah, nett dich zu treffen. Wie geht's dir? Danke, gut. Entschuldigt meine Verspätung. Wart ihr schon in Dublin City? Wir waren in der Temple Bar? Ja, das stimmt. Das ist die teuerste Touristenfalle in Dublin. Verrückt. Aber die haben schöne Musik. Ja, die Musik ist gut, aber sehr teuer. Du gehst also nicht in die Temple Bar? Nein, nein, das ist für die Touristen. Das ist für die Deutschen. Wir haben Touristen nach Ryanair befragt und die waren sehr positiv. Du sagst das, als wäre es eine Überraschung. Wir sind Europas größte Airline. Warum sollte das nicht so sein? Wir sind großartig. Ich habe gesehen, hier kann man Golf spielen. Gehen wir da mal hin? Natürlich, natürlich. Dara Brady ist einer von 20.000 Beschäftigten der Billig-Airline. Er ist seit über 20 Jahren bei Ryanair. Aktuell ist der 43-jährige Chief Marketing Officer und hat unter anderem die Verantwortung für die PR-Kommunikation, Marketing und Kundenbetreuung bei Ryanair. Wenn du das nicht schaffst, müssen wir dich rauswerfen. Wirklich? Vielleicht? Kein Druck. Wenn ich das jetzt schaffe, habe ich gewonnen. Na bitte. Weißt du, ich habe aber auch viel mehr Praxis hier als du. Wenn andere Fluggesellschaften auf sie herabschauen, ärgert sie das? Nein. Andere Airlines? Nein, das ärgert mich nicht. Ich denke, vor einigen Jahren war Fliegen noch ein Privileg. Es war rar und ein High-End-Service. Und ich denke, innerhalb der letzten 20 Jahre ist dieses Geschäftsmodell verschwunden. Menschen denken jetzt, Fliegen ist ähnlich wie Bus- oder Bahnfahren. Man steigt ja auch nicht in die U-Bahn in London ein und fragt sich, warum niemand da ist, um einen zu begrüßen. Während Sarah beim Inhouse-Golfen kläglich versagt, ist der Marketing-Manager der unumwundene Gewinnertyp und lässt sich gerne feiern. Der ist aber nicht drin. Weißt du, manche Menschen denken, weil wir billig sind, hätten wir keine Qualität. Wir haben aber fantastische Einrichtungen und die Betreuung unserer Mitarbeiter ist super. Wir haben bessere Dinge als die meisten anderen Airlines in Europa. Marketingmanager Brady ist sehr selbstbewusst, auch wenn er über die Bezahlung und Behandlung der Mitarbeiter spricht. Deshalb wollen wir das noch mal genauer nachprüfen und besuchen die Gewerkschaft, die die Piloten bei Ryanair vertritt. Es ist die Vereinigung Cockpit. Sarah trifft auf Sevgi Bektas. Die Rechtsanwältin hat sich auf Arbeitsrecht und Tarifpolitik spezialisiert. Die beiden Frauen machen einen kleinen Spaziergang direkt an der Frankfurter Einflugschneise. Sind Sie schon mal selber Ryanair geflogen? Es hat sich noch nicht ergeben. Nee, aber kennen Sie jemanden, der geflogen ist? Tatsächlich auch nicht. Ich hätte aber keine Bedenken, mit Ryanair zu fliegen. Ich kenne ja die Piloten. Die Anwältin kennt also die Piloten. Aber denkt man an Ryanair, denkt man automatisch an schlecht bezahlte und überarbeitete Piloten. Wie sieht die Realität aus? Beutet denn Ryanair seine Mitarbeiter wirklich so aus? Zahlt Ryanair wirklich so schlecht? Das kann man so nicht sagen. Aufgrund des Tarifvertrages sind die Gehälter von Ryanair im guten Mittelfeld. Mit dem Tarifvertrag, den die Vereinigung Cockpit mit Ryanair geschlossen hat, haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert, deutlich. Und was hat sich jetzt genau konkret verändert seit 2019? Die Besonderheit bei Ryanair ist zum Beispiel, die Piloten fliegen 5 Tage und haben dann 4 Tage frei. Das ist natürlich super für die familiäre Gestaltung, für die Lebensgestaltung. Für das Privatleben an sich. Für die Piloten hat sich also einiges zum Guten verändert. Und wie sieht es beim Kabinenpersonal aus?
Die Gewerkschaft Verdi sagt, die Arbeitsbedingungen seien insgesamt viel schlechter als die der Piloten. Allerdings, die Einstiegsgehälter des Kabinenpersonals sollen bei Ryanair überraschenderweise sogar höher sein als zum Beispiel bei Lufthansa. Wir sind wieder in Dublin, im Headquarter von Ryanair. Und Sarah darf dort in den sogenannten Operation Room. Das sind jetzt hier die heiligen Hallen von Ryanair, das Kontrollzentrum. Und was das genau ist, lasse ich mir jetzt mal erklären. Ryanair hat 235 Ziele in 37 Ländern. Bis zu 3600 Flüge täglich macht der Billigflieger in Europa. Übrigens gehören mittlerweile auch Lauda und Malta Air zum Billigflieger. Da hinten ist so eine Karte, da wird jeder Flug weltweit angezeigt. Und du siehst, welche Flugzeuge gerade alle in der Luft stehen. Und das ist auch ein Geheimnis des Erfolges und der Unterschied zur Konkurrenz. Der Billigflieger schafft mehr Flüge am Tag, weil er das Ein- und Aussteigen der Passagiere so kurz wie möglich hält. Außerdem sind die Flugzeuge fast immer ausgebucht. Der sogenannte Ladefaktor liegt bei 99,2%. Der Grund? Die günstigen Preise. Hier sitzen zum Beispiel die Flugplaner, die sich um jeden einzelnen Flug kümmern. Es wird telefoniert mit Flughäfen, mit Passagieren. Man schaut natürlich, wenn ein Flugzeug kaputt ist oder zu spät ist, dass man sich darum kümmert. Das ist einfach so Alltagsgeschäft. Weiter geht's mit Dara Brady. Der 43-jährige gebürtige Ire will Sarah noch was zeigen, worauf er ziemlich stolz ist. Das ist einer unserer teuersten Tische. Das ist ein ausgemustertes Triebwerk. Oh, das ist ein Triebwerk. Wow, das ist cool, ja. Ich habe herausgefunden, dass Ihre Airline zu den umweltfreundlicheren zählt. Und ich wette, das war nicht eines Ihrer ersten Ziele mit Ihrer Fluggesellschaft. Da müssen Sie doch schmunzeln. Wir wollen billig sein. Und unser größter Kostenfaktor in diesem Geschäft ist das Kerosin. Deshalb versuchen wir, so effizient wie möglich mit Kraftstoff umzugehen. Selbst wenn es um so Dinge wie die Landung eines Flugzeugs geht. Anstatt zwei Triebwerke zu verwenden, die beim Rollen mehr Treibstoff verbrauchen, verwenden wir ein Triebwerk, wissen Sie? Und wir haben kein Papier mehr im Cockpit. Wir wollen einfach effizient sein. Aber bei den Emissionen sind wir am effizientesten. Denn weniger Kerosin bedeutet eindeutig weniger Emissionen. Ausgerechnet Ryanair, bekannt als wahrscheinlich geizigste Airline, soll auch eine der umweltfreundlichsten sein? Das müssen wir dringend überprüfen und besuchen deshalb Yvonne Ziegler. Sie ist Professorin für internationales Luftverkehrsmanagement. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Ryanair zählt als eine sehr umweltfreundliche Airline. Wie das denn? Das ist richtig. Das ist sozusagen ein Nebenprodukt aus der Tatsache, dass Ryanair immer auf die Kosten achtet. Und wenn man sich dann eben anschaut, wie viele Personen in einem Ryanair-Flugzeug sitzen und dass sie auch einen sehr hohen Sitzladefaktor haben, dann ist natürlich das verbrauchte Kerosin pro Passagier sehr niedrig. Ja, im Vergleich zu einer Lufthansa, die eine sehr große Business Class hat mit viel Platz, wo einfach nicht so viele Menschen reingehen. Also halten wir fest, je mehr Menschen in einen Flieger gehen, desto weniger CO2 wird pro Person in die Luft gepustet. Und das bedeutet auch wenn es viele nicht gerne hören wollen, je geringer der Sitzabstand, desto umweltfreundlicher fliegt die Maschine. Und da liegt Ryanair mit seinen engen Sitzen ganz weit vorn. Mit ganzen 76 cm waren sie bisher zusammen mit einigen anderen Airlines sogar noch im guten Durchschnitt. Jetzt beginnen sie allerdings den Abstand nochmal zu verkleinern. Die neuen Maschinen der Fluggesellschaft kommen zum Teil nur noch auf 71 cm. Damit wird es noch etwas enger. Und man könnte es auch anders formulieren. Damit werden sie noch umweltfreundlicher. Ryanair spart übrigens, wo es geht. Ein Trick des Billigfliegers, er kauft seine Flugzeuge nur von einem Hersteller. Es wird ja fast ausschließlich Boeing benutzt und auch fast ausschließlich derselbe Typ Flugzeug. 737. Woran liegt das? Ja, das ist einfach besonders effizient. Wenn man einen Flugzeugtyp einkauft in großer Stückzahl, kriegt man günstige Rabatte. Dann kann man natürlich alle Piloten auf diesen einen Flugzeugtyp schulen. Auch bei den Wartungen und bei den Ersatzteilen hat man viele Synergien, wenn man nur ein Modell hat. Also man kann da wieder unheimlich viel Geld sparen. Aber man ist auch total abhängig. Und im Moment ist es natürlich ein Problem, weil Boeing Probleme hat. Und da ist dann so eine Abhängigkeit von einem einzelnen Hersteller, kann dann schon ein echtes Problem werden. Dagegen ein echtes Glück? Social Media. Dort ist Ryanair sehr präsent und antwortet teilweise ziemlich ruppig. Aber die Clips werden zur Freude des Billigfliegers gern geteilt.
Also ich meine, je witziger die Spots sind, desto mehr wird es ja gepostet und dann wieder natürlich Werbung, kostenlose. Und was sagt der Billigflieger selbst zu seinen Social-Media-Posts? Das wollten wir doch noch genauer wissen. Hier schreibt ihr, unsere Fluggäste gehen auf Twitter, um sich darüber zu beschweren, dass sie keinen Fenstersitz bei Ryanair haben, und dann zeigt ihr Pinguine. Also es sind Passagiere, die sich beschweren und ihr so... Fluggäste beschweren sich darüber, dass sie den Fensterplatz 11 ohne Fenster gebucht haben. Aber wie schlimm ist das? Du gehst auf einen einstündigen Flug, du hast einen Zehner dafür bezahlt und beschwerst dich darüber. Durch Social Media ist er mittlerweile der häufigst gebuchte Platz. Ja. Sagt der Marketingmanager. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mit Ryanair zu fliegen. Dann muss dein Leben ja wirklich sehr hart sein. Weißt du, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden in der Kantine sitze, einen Kaffee trinke und einer sich so beschwert, dann würde ich genauso reagieren und sagen, oh, du Armer. Und so handhaben wir das. Ich glaube, dass sich niemand von so etwas wirklich angegriffen fühlt. Und wenn doch, solltest du nicht auf Social Media sein. Ja, so einfach ist das für Ryanair. Und dann zeigt er Sarah noch schnell sein Arbeitszimmer. Ein Großraumbüro. Er sitzt mitten unter den anderen. Das hier ist ein Bild von meinem Heimatteam. Da haben sie ein Spiel gegen unseren größten Rivalen gewonnen. So, das ist also deine Aussicht von deinem Platz. So ist es. Und Jungs, ihr habt so ein Glück, den ganzen Tag die Westmeads anschauen zu dürfen. Das inspiriert hier jeden. Ist das Football? Ach ja, ignoriere einfach Brad. Er ist Amerikaner, weißt du. Schnell, lass uns weitergehen. Es ist wirklich cool, weil jeder Stock sieht anders aus. Mir gefällt es wirklich gut. Und das Flugzeug, das kleine süße Flugzeug, das war im ersten Stock, oder? Was hast du erwartet? Eine Art sibirischen Gulag? Ich habe nicht die vielen Spiele erwartet. Und die Minions, die vielen Farben, alles ist so farbenfroh. Ja, irgendwie hat man das nicht erwartet von einer Billig-Airline, aber Farbe allein heißt ja auch noch nichts und geizig bleiben sie ja trotzdem. Ich habe gelesen, und das ist schon lustig, dass ihr kein Geld für Textmarke für die Angestellten habt, aber ihr gebt ungefähr 50 Millionen Euro für zusätzliche Triebwerke aus. Stimmt das? Ja, wir versuchen jedes Mal, wenn wir zu einem Meeting gehen, die Stifte mitzunehmen, damit wir hier und in der Zentrale keine kaufen müssen. Und noch einmal, unser Mantra ist, das Geld für die Dinge auszugeben, für die wir Geld ausgeben müssen. Also für Flugzeuge, für Triebwerke, für die Wartung und am besten auch in den Bau von Ausbildungszentren. Wir verschwenden kein Geld dafür, schickes Equipment zu kaufen. Ich habe gehört, ihr wollt in 10 Jahren die größte Airline der Welt werden. Wie sind die Chancen dafür? Hör mal, ich hoffe, wir sind schneller als in 10 Jahren. Wir haben einen sehr ambitionierten Plan. Wir haben 300 neue Boeing-Flugzeuge bestellt und diese Flugzeuge haben viel mehr Sitze und viel weniger Kraftstoffverbrauch. Die verbrauchen 20% weniger Kerosin. Diese Flugzeuge haben wir für die nächsten 10 Jahre bestellt. Ein unnahbarer Anzugtyp ist Sarah Brady auf jeden Fall nicht. Eher vielleicht ein knallharter Spaßvogel. Auf jeden Fall scheint er für das Ryanair-Management auf dem richtigen Platz. Komm her, komm auf diese Seite. Und dann? Ja, das kann er, der Marketingmanager. Werbung machen, wo immer es geht. Und dann ist er auch schon weg. Also an Selbstbewusstsein mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Und was lustig ist, genauso wie sie sich auf Social Media geben, so war er in live. Aber wie schaut es jetzt wirklich aus mit Ryanair? Könnte es tatsächlich sein, dass der Billigflieger in Passagierzahlen die größte Airline der Welt wird? Dazu besuchen wir nochmal Yvonne Ziegler, Professorin für Luftfartmanagement. In 10 Jahren will Ryanair die größte Airline der Welt sein. Also da ist ja schon noch ein Sprung zu machen. Ob sie es wirklich schaffen, die größte Airline der Welt zu werden in Passagierzahlen, wird sich zeigen. Also von daher wird Ryanair auf jeden Fall vorne mitspielen. Aber ob sie es ganz nach vorne schaffen, das weiß ich noch nicht. Der Billigflieger ist jetzt schon die größte Airline Europas. Und möglichst viel Profit rausholen und möglichst wenig Geld ausgeben. Das bleibt die Devise. Zur Wahrheit gehört aber auch, Ryanair hat Fliegen für jedermann erschwinglich gemacht. Das kann man schlimm finden. Oder auch nicht. Also man kann ja über Ryanair sagen, was man will, aber fest steht, sie sind unglaublich erfolgreich.
Und die Chance, dass sie die größte Einzel-Airline der Welt werden, ist gar nicht so gering.